Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Es sind genauso viele da, dass, glaube ich, alle Stühle abgedeckt sind. Das ist gut. Ich habe lange überlegt, wie ich das mache, weil viele Aspekte zusammenkommen heute Abend. Ich bin, glaube ich, das 8. Mal am ZKM. Und was ich heute zeige, ist mir gar nicht lange Zeit, also in der Vorbereitung bewusst gewesen, ist aber tatsächlich immer wieder auch durch diese Besuche aufgeladen worden und entstanden. Ich versuche, eine relativ umfangreiche Materie so anschaulich wie möglich zu machen. Es geht mir heute überhaupt nicht darum, eine Lecture zu geben, die für den einen oder anderen irgendwie in... Mir fällt übrigens auf, ich habe gedacht, das ist, glaube ich, die hässlichste Anfangsfolie, die ich jemals gemacht habe. Weil das Thema eben auch so sperrig im Mund liegt. Orale Skulpturalität ist vielleicht ein bisschen schöner, vielleicht für den einen oder anderen, die eine oder andere ein bisschen abgehobener. Was wird heute Abend passieren? Ich werde gleich ganz kurz mal was anspielen, dass wir uns einhören. Ich werde versuchen, über den Abend verteilt den ICO als Instrument nicht zu präsentieren, sondern einfach vorzustellen, um uns eine Vorstellung zu machen, wie Lautsprechermusik auch klingen könnte, ohne zu sagen, es gibt etwas Besseres, sondern mir geht es einfach darum, in meiner künstlerischen Praxis andere Qualitäten, andere Wahrnehmungsformen, die Variabilitäten von Wahrnehmungen, die uns gegeben ist, besser verstehen zu lernen. Und das versuche ich heute ein bisschen zu teilen. Dann gibt es tatsächlich was zu feiern, und zwar eine Buchpräsentation. Das sage ich mit dem allerhöchsten Respekt vor der Tatsache, dass hier etwas passiert ist, was so nie geplant war. Das ZKM mich eben in Vorbereitung des Konzerts auch ansprach, ob wir auch parallel zur Ausstellung etwas drucken wollen. Und ich wollte. Und ich mache das jetzt auch ganz anders als normalerweise. Ich werde den Dank über den Abend verteilen. Man vergisst dann jemand, das erlebt man ja immer wieder und so. Und ich kündige das aber schon mal an. Es gibt diesen Band Orale Skulpturalität, zweisprachig, Englisch-Deutsch. Und aus dem werde ich heute ein bisschen berichten im Rahmen des Vortrags und aber auch ein bisschen drumherum. Und das, was halt der nicht ausdrücken kann, versuchen zu Gehör zu bringen, sodass zumindest Ihnen heute, falls Sie dann später so einen kleinen Band mitnehmen wollen oder irgendwann einen zu Weihnachten bekommen, sagen, ah, ich weiß, ich habe das mal gehört, worüber da geschrieben wird. Und dann möchte ich so ein bisschen entlang gehen anhand der Arbeit der letzten Jahre, weniger um mich selber zu präsentieren, als eben diesen Ansatz, der nicht nur von mir verfolgt wird, was könnte das Skulpturale sein im Klang? Ja, Klangskulpturen kennen wir schon sehr, sehr lang, dazu gibt es Publikationen etc. Aber was könnte das sozusagen in Lautsprecherumgebung sein im Hinblick darauf, dass wir jetzt schon, wo wir hier sitzen, aber auch wenn wir im Alltag sind, von Lautsprechern umgeben sind und mit zunehmendem Einfluss von Lautsprecher-Environments, Virtual Lautsprecher-Environments, AVIS, wie wir sie abkürzen, in Wohnzimmern, in allen möglichen öffentlichen Räumen bis zu Büros, was uns innerhalb der nächsten Jahre blüht. Also eine komplette Auswechslung des Auralen ins Artifizielle, ins, was uns da sozusagen als Künstlern vielleicht ansteht, wo man kritisch dazwischen kann, wo man Fragen stellen kann. Darum soll es gehen. Also nicht um eine technische Ausstellung. Wir sind hier nicht in Frankfurt auf der Musikmesse. Ich sage immer, es gab drei Momente in meinem Leben, wo ich sofort aufhören wollte, Musik zu machen. Das war bei meinem ersten Besuch auf der Messe, bei meinem zweiten und beim dritten. Und das möchte ich auf gar keinen Fall wiederholen. Das heißt, so eine Handmeldung von bitte nochmal oder geht das auch anders erklärt, ist mir sehr willkommen. Würde ich mir sehr wünschen. Dann machen wir eine Pause. Und dann spielen wir das Konzert, zu dem ich dann ganz kurz zu Beginn des Konzerts noch was sage. Wir müssen ein bisschen umbauen. Yannick, vielen Dank für die Einführung. Unter anderem auch deshalb, weil du gesagt hast, dass heute Abend nur ein einziger Lautsprecher spielt. Und das ist der. Also wenn
Sie irgendwo einen Klang hören, der unter Ihnen ist oder rechts oder links oder von hinten kommt, dann stimmt das. Wir wollen nicht über Wahrheit heute reden, aber vielleicht über was weniger falsch ist. Und dann macht er das, beziehungsweise ist das so ein Prozess, den wir mit Ihnen teilen. Gut. Wir sind im ZKM, das Datum stimmt, habe ich vorhin geguckt. Wir befinden uns analog zur Ausstellung, die gerade stattfindet. Es kommen da noch so viele Leute rein. Haben wir noch irgendwo? Ja. Mein Name ist Gerrit Krishna Sharma. Ich beschäftige mich mit Komposition, weitesten Sinne Klangkunst und eben auch dem, was man vielleicht, oder was ich Spatial Practices, also Raumpraktiken nenne. Das war auch das Thema meiner Edgar Varese-Professur zuletzt in Berlin, wo wir beide vorstellig wurden und eben über Raumpraktiken, also Kunst als raumbildende Praxis, versucht haben, ein bisschen Unfrieden zu stiften. Und eben meine langjährige Tätigkeit, und die ist jetzt auch ein bisschen gehen wird, am Institut oder für das Institut für elektronische Musik und Akustik in Graz. Das ist so eine Liaison, die geht jetzt schon ja, 15 Jahre. Wir reden also nicht über heute Abend über Geräte oder Apparate, die womöglich sich bewegen, Klang erzeugen, Windharfen, Wasserspiele und so weiter, sondern es geht um etwas, woran ich jetzt schon ja, 20 Jahre immer wieder, wo ich mich immer wieder beschäftige, eben mit Lautsprecher-Arrays, komplexen Lautsprechersystemen. Das ist hier ungefähr 2005 in Ilmenau. Das ist ein System, was 10 Jahre später dann auf der CTM in Berlin vorgestellt wurde. Das hier ist in Graz der Kubus, der Cube, heißen irgendwie alle so. Eine Lautsprecherkuppel, die Klang projiziert, ist auch ungefähr von 2006. Den Raum sozusagen, also es ist ein bisschen absurd, Sie gucken gerade sozusagen auf mich von hinten, da hinten sitzend. Das war irgendwie in irgendeiner, das war 2015 hier bei einer Residenz. Also immer wieder dieses in den Raum, den Lautsprecherraum gehen und dann feststellen, ich höre hier etwas, das kann ich mit meiner herkömmlichen, mit meinem herkömmlichen Wortschatz jetzt gerade mal so noch andeuten. Aber was ist das Medienspezifische, was da passiert? Also nicht Flugzeug fliegt, weil ich es aufgezeichnet habe, sondern ich habe einen Klang, den manche Leute vielleicht abstrakt finden oder als solchen bezeichnen würden, der aber total konkret da ist und der aber nicht nur eine Spatiomorphologie hat, das heißt, dass er sich frequenziell in der Zeit entwickelt oder wie eine Tonfolge in der Zeit was macht, sondern der körperlich wird, der vor mir steht, der sich links neben mir ablegt, der doch gerade hier irgendwie vorbeigeflogen ist. Wie kann das sein? Und damit habe ich mich sehr lange beschäftigt und mir einfach die Frage gestellt, wie kann man da spezifischer werden, wie kriegen wir Elemente zusammen aus der Linguistik, aus der Kompositionshistorie, eben aber auch aus dem Ingenieurswesen, den akustischen Wissenschaften, um da genauer werden zu können. Und eben da bin ich auch 2007 über ein fast verstaubtes Objekt gestolpert, zu dem ich gleich noch was sagen würde. Man sieht, es ist ein bisschen anderer Bau, aber wir haben hier ein neueres Gerät. Und ich spiele einfach mal was an, damit wir uns einhören, nur kurz.
zum einen hören, was wir hören, ist insofern für jemanden, der sich mit Lautsprechermusik, elektroakustischer Komposition beschäftigt, jetzt nicht so neu, aber bestimmte Artefakte, Klang im Raum oder Klang als Raum, wie ich hoffe, dass wir am Ende des Abends sagen können, Klang als Raum, ist hier auf eine bestimmte Art und Weise spürbar und das hat halt nach einer bestimmten Praxis, die ich jahrelang verfolgt habe, zu der Frage geführt, wie kann man da rangehen, wie kann man das besser verstehen, was sind Beschreibungsmöglichkeiten von Klängen in Lautsprecherumgebungen in Bezug auf die Frage, wie man heutzutage eben sich mit Medientechniken anders auseinandersetzen kann. Ich werde mal, ich mag Textflächen auf PowerPoint, ist total verboten, deshalb machen wir das gerade mal. Ein paar werden es kennen, es ist historisch. When new instruments will allow me to write music as I conceive it, the movement of sound masses of shining planes will be clearly perceived in my work taking the place of linear counterpoint. When these sound masses collide, the phenomena of penetration or repulsion will seem to occur. The certain transmutations taking place on certain planes will seem to be projected on other planes, on other planes, moving at different speeds and at different angles. Noch kurz, today, with the technical means that exist and are easily adaptable, the differentiation of these various masses and different planes, as well as these beams of sound, could be made discernible to the listener by means of certain acoustical arrangements. What I call zones of intensity. So hier, also hier spricht jemand von Klangmassen, von Ebenen, die sich aufeinander beziehen, die aufeinander projiziert werden können. Klangbeams, Soundbeams und abtrennbare zones of intensities, die hier unten noch sich nicht ineinander, sozusagen nicht zwingend ineinander verfangen. Das ist eine Art, über Klang zu reden, die, wenn man sich das vorstellt, wenn Sie das visualisieren, sehr stark an das Objekthafte kommt und an Konstellationen, die man vielleicht installativ oder auch skulptural nennen könnte. Und dieser Satz oder diese Textstelle ist medienarchäologisch meiner Meinung nach eine der Gründungsmythen, man soll nicht sagen der Gründungsmythen für das Skulpturale im Klang und in der Lautsprecherumgebung. Und wohlgemerkt, 1936 sagt Varèse das und erst 22 Jahre später, 1958, auf der Weltausstellung in Brüssel, kommt er dazu, das erste Mal so etwas sozusagen einer Öffentlichkeit elektronisch zur Verfügung zu stellen, also mit dem Poème Électronique. Das ist sozusagen Klassik im Bereich Lautsprechermusik. Was hier interessant ist, ist, dass der Pavillon selber ja von Xenakis entworfen wurde auf der Grundlage von Metastasis, eines Orchesterwerkes, was er damals komponiert hatte. Und Xenakis spielt heute im Konzert auch eine Rolle mit einer seiner ersten Kompositionen für elektronische Musik, eben auch in 58 uraufgeführt. Also in diesen Jahren kommt sehr viel zusammen. Und sehr viel auch mit der Idee eben, wie Raum und Klang oder Raum als Klang sich verhalten. Nicht von ungefähr ist das sozusagen Morton Feldman hinterher auch 20 Jahre später danach Varèse Musik als Floating Sculpture beschrieben hat. Wobei hier ein kritischer Aspekt reinkommt, was eben die Zeitstruktur angeht. Zeit und Skulptur, kommen wir später vielleicht nochmal drauf, ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Zeit und akustische Künste ist vermeintlich eine andere Sache, weil wir davon ausgehen, dass wir ja eine Fortschreitung haben, aber das kriegen wir in den Griff in ein paar Minuten. Also was sind skulpturale Klangphänomene? Wie können wir die sozusagen beschreiben? Was für Worte stehen uns zur Verfügung? Arbeite in diesem Rahmen meines Projekts Spatial Practices mit einem Linguisten aus Berlin zusammen, der eigentlich durch verschiedene Völkergruppen und die Historie untersucht, wie der Mensch Raum beschreibt und fest davon ausgeht, dass so wie wir über Raum reden, so nehmen wir ihn wahr. Das heißt, wenn ich da
mit Kollegen weiterkommen muss, muss ich auch darüber mir die Frage stellen, oder muss ich die Frage stellen, wie reden wir eigentlich über Raum? Was sind die Vokabeln und in welchen Konstellationen wenden wir die an und beziehen die auf das, was wir hören? Kurz noch, wo entstehen diese skulpturalen Klangphänomene? Sie merken, ich gehe mal davon aus, es gibt sie, ich habe es das noch nicht bewiesen, aber das kommen wir noch zu. Und ich habe da etwas angeboten, was ich jetzt kurz eingeschoben habe, weil das jetzt auch hier in diesem wunderbaren Band dankbarerweise Einzug gefunden hat. Und das ist etwas, was ich den Shared Perceptual Space getauft habe, also den gemeinsamen Raum der Wahrnehmung dreidimensionaler Klangphänomene. Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht drüber, ist aber ganz einfach erklärt. Wir arbeiten mit Medientechniken, die aus einer bestimmten Sozialisierung heraus entstehen. Und das ist vor allem in den meisten Fällen ein Umfeld der Ingenieure, der Psychoakustiker, der Naturwissenschaften. Und dieses Feld hat eine bestimmte Art und Weise zu hören und Vorstellungen zu bilden, was eine Maschine kann. Dann gibt es Künstler, Designer, die Komponisten, die diese Geräte nutzen, bedienen. Und dann gibt es natürlich immer so dieses, ja, ich weiß, was ihr meint, aber ich mache was anderes damit. Und daraus entstehen halt Schnittmengen, aber auch Felder, die sozusagen für großes Unverständnis sorgen. Und zwar auf der einen oder anderen Seite. Also ich erinnere mich, als ich in einer Präsentation vom ICO war, ganz, ganz früher mal, und da wurde, das zeige ich nachher, ein einfach nur weißes Rauschen als Beam rotiert. Und da wurde darüber geredet, das waren ausschließlich Ingenieure, mit denen ich mittlerweile alle sehr, wirklich gut bekannt und befreundet zum Teil bin. Und ich habe das nicht so gehört, wie die gesagt haben. Das ist für mich links, das ist für mich rechts, das kann ja gar nicht sein. Und viele Jahre später, als wir dann dieses Großprojekt bekommen haben in Österreich, habe ich mal den Hauptingenieur, der als Masterbrain dahinter steht, gefragt. Und er meinte, ja, da hast du schon recht. Ich habe dahinter mal im Code geguckt, ich hatte dann Vorzeichen verwechselt. Das war auch andersrum. Aber alle, die da waren, für die, die den Code kannten, für die war das quasi egal, weil sie haben ja gehört, was, ne, so. Dadurch entsteht, also es gibt eine irre Gemengelage. Ich arbeite jetzt seit 15 Jahren in ganz engen, also wirklich auch in den gleichen Ateliers Kontakt mit Ingenieuren. Und es ist wirklich, es ist eine ganz andere Sicht und aber auch Hörweise. Und dann gibt es natürlich immer noch das Publikum oder die Besucherinnen, Besucher, die einen ganz anderen Ansatz haben. Was erwarte ich von einem Lautsprecher? Was erwarte ich von einem Konzert? Was erwarte ich von einer Ausstellung mit Klangkunst? Ja, so. Ist das eher ein reproduktives Verfahren? Ja? Geht es eher um die Konstellationen wie Lautsprecher, also Visualität? Ja? Oder geht es tatsächlich hier um Klang als skulpturales Phänomen? Worauf soll ich eigentlich hören? Ja? Und an dieser Schnittmenge findet alles statt, was ich jetzt irgendwie in Kürze noch erklären möchte. Und zwar mit OSIL, Orchestrating Space bei IQOSIL Loudspeaker. Das war, da war ich künstlerischer Leiter jetzt für ein paar Jahre im Rahmen eines in Österreich geförderten sogenannten PEG-Projekts. Und wir haben uns dafür entschieden, mit diesem Lautsprecher zu arbeiten, weil der halt mobil ist und weil man damit sehr schnell verschiedene Raumkonstellationen ausprobieren kann. Das hier sind zum Beispiel einfach Reflektoren aus Holz, mit denen man sehr schnell sozusagen Reflexionseigenschaften verändern kann und dadurch variieren kann und auch Forschungsfragen schneller behandeln kann, als wenn man hier zum Beispiel mal umhängen müsste. Aber ich will gar nicht sagen, dass der das Gleiche macht wie die und umgekehrt. Es war einfach der Wunsch, mit diesem Lautsprecher unser Arbeitsvolumen abzuarbeiten. Was er kann, ursprünglich war er gedacht irgendwie als holographischer Soundprojektor, das heißt, ich nehme ein Instrument auf mit vielen Mikrofonen und dann spiele ich das in den Raum und Sie hätten jetzt das Gefühl, dass hier, wenn ich Geige spiele oder so und rumgehe, genau das zu hören ist und dafür brauche ich einen Projektor. Das war 2007 dann abgeschlossen, das Projekt, und ich habe mich halt sehr stark dafür interessiert und dann stark gemacht dafür, dass wir das benutzen, weil was kann der? Man kann dadurch, dass
verschiedene Abstrahlmuster der einzelnen Lautsprecher überlagert werden. Das heißt, die spielen immer alle gleichzeitig. Ja? Und dadurch kann ich einen sehr, sehr scharfen Schallstrahl erzeugen. Und ich werde das einfach mal, was meint der Mann da vorne? Ich werde jetzt einfach mal ein Rauschen so auf dem Äquator rotieren lassen. Ob das eine Rotation hinterher ist und wie Sie das wahrnehmen, das will ich gar nicht vorwegnehmen, aber das ist ungefähr erstmal damit gemeint. Das heißt, alle Lautsprecher produzieren dieses Rauschen gleichzeitig. Ich kann aber durch bestimmtes Verfahren, was wir dann irgendwie eine Weile entwickelt haben, dem eine Richtung geben. Also wenn ich das statisch mache, wäre jetzt zu dem hinteren Lautreflektor. Und das sich zunutze zu machen, natürlich jetzt nicht nur mit Rauschen, sondern mit komplexeren, naja, wenn es komplexer geht als Rauschen, aber mit anderen, vielleicht auch musikalischeren oder einfach anderen Klangmaterialien, das war die Idee dabei. Und dabei haben wir uns halt ganz strikt sozusagen sukzessive hochgearbeitet und immer wieder durch Hörversuche, ich zeige da gleich mal was, versucht zu verifizieren, ob, was ich sagte das vorhin mit dem Shared Perceptual Space, ob Sie jetzt was anderes hören als Sie und als du und als ihr da hinten. Und nicht, um zu sagen, es soll für alle gleich klingen, sondern um einfach das zu wissen als Information. Ja, also was sind die Variabilitäten von Wahrnehmung in einer Architektur? Und wie viele Räume kann ich erzeugen und wie kann ich die überblenden? Also, eine Miniatur könnte jetzt sein, was wir eben gehört haben. Ich spiele das nochmal an, eine Rotation. Mit einer bestimmten Geschwindigkeit, was wir hören, sind Artefakte. Ja. Wir hören es hier stärker, wir hören eine Verfärbung, da verliert sich es, wenn Sie sich umdrehen würden, würden Sie es dann von hinten leicht hören. Das weiß ich auch nur aufgrund, weil ich viel mich umgedreht habe und dann mal geguckt habe, was passiert da. Es ist da, ich weiß es nicht. Ja, das meine ich mit der Wahrnehmungsforschung. 90% dessen, was wir wahrnehmen am Tag, ist unbewusst. Ja, künstlerische Frage ist, wie komme ich da zu die 10% rein und kann sie aufschlüsseln und wir können vielleicht irgendwie uns darüber in eine Kommunikation begeben. Jetzt mache ich die gleiche Rotation, nur schneller. Gleiche Richtung, das kriegt man mit, aber die Impacts, also da, wo es Zones of Intensities gibt, die sind mehr. Ja, die Rotation ist, glaube ich, etwas deutlicher als vorher, man braucht eine Weile beim Anfang, beim ersten Hören und man kriegt eine Art Rhythmung, da, 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 was wir als Spatial Beating bezeichnen. Das heißt, wir erzeugen mit ganz einfachen Grundmustern, ja, ganz andere Wahrnehmungsphänomene. Ja, zum Beispiel dieses Beating, ja, zum Beispiel diese Verteilung von Aufmerksamkeitsführung. Ja. Aufmerksamkeitsführung, ich nehme das schon mal vorweg, ist etwas, was man in der Skulptur
Gerichtetheit nennen. Ja? Rodin lässt sich da ganz stark drüber auf, wie eine Skulptur dem Blick, ja, und damit auch das körperliche, die körperliche Einstellung des Betrachters, der Betrachterin auf das Objekt leitet. Ja. Und jetzt machen wir nochmal ein drittes Phänomen, was wir als Miniatur bezeichnen würden. Also ich will jetzt mich nicht da drin ergehen und drüber reden, als ob es ein Schluck Wein wäre, aber man kann da reinhören. Man hört zum Beispiel eine dunkle Farbe klebend am Iko zentral und dann hört man halt gewisse Verwirbelungen, ja, und die verlagern sich. Und das ist auch nicht ganz gleichmäßig, obwohl es tatsächlich, wenn man sich einen Moment zurücknimmt, also quasi den Blick auf starren, hörend, starrend nimmt, merkt man, dass es doch eine gewisse Rhythmik erzeugt. Warum? Ich habe einfach zwei Beams gegenläufig rotieren lassen. Das ist nichts anderes, erzeugt aber ein ganz anderes Klangphänomen. Und das ist etwas, was so ein bisschen entgegenläuft dessen, was wir heute so uns vorstellen. Ich habe ein Stück Software oder ein digitales Instrument und da habe ich einen Knopf und da drücke ich drauf und dann macht es mir den Kreis oder dann macht es mir halt den Elefanten oder so. Das heißt, wir haben ganz einfache Grundmuster, wie wir sie nennen. Also wir haben, ich werde jetzt nicht Pendel und was wir alles gemacht haben und ausgeforscht haben, aber ich habe jetzt einfach nur mal Grundmuster gezeigt mit Rotation. Und was da passiert und noch, was die Materialität angeht. Ja? Wir haben jetzt einfach mal gleichförmiges Rauschen genommen. Und jetzt nehmen wir mal was anderes und ich bitte einfach darauf, es ist nicht immer die Frage, was es ist heute Abend, sondern ich wäre total dankbar, wenn wir uns immer mal wieder fragen, was macht es mit mir? Transientenreiches Gecrackle, linear, fix nach dort gebeamt und das gleiche Rauschen wie eben, nur im Volumen gesenkt mit der gleichen Rotation und völlig andere, natürlich erkennbar, aber eine andere Qualität entsteht, eine andere Räumlichkeit und ich weiß nicht, ob Ihnen das ausgegangen ist, man springt so, man fängt so an zu springen, was macht das eine, was macht das andere, man wird aktiviert, ja. Und irgendwann versucht man, Objekte zu bilden. Das heißt, naja, ich habe es verstanden, klar, das ist da. Und dann geht es aber immer geht's weiter. Man durchwandert quasi einen Raum. Ja. Und da sind wir sozusagen schon bei der Frage, wie Raum entsteht. Das werden wir heute Abend nicht klären können. Aber ne, so ganz basal wissen wir das so. Es gibt so jemanden, der hieß Newton, der hat gesagt, der Raum ist fix. Und es gibt Objekte darin. Runtergebrochen. Und es gab jemand wie Leibniz, der gesagt hat, das ist relational. Wir haben Objekte und in deren Verhältnis, also relativ, entsteht Raum. Und da spielt einfach beides eine große Rolle hier. Weil das, was wir hören, ist nur möglich im Forschungsprozess, weil ich den kartesischen Raum versuche zu verstehen, also den mathematisch exakten. Wir hatten es bei der Pressekonferenz, wurde es auch erwähnt. Das, was wir ausrechnen können, ja, um zu sagen, hier soll etwas sich befinden, wenn ich es da sozusagen mathematisch und hinterher gerade im Digitalen erleben möchte. Gleichzeitig muss ich aber natürlich mit einbeziehen, dass das nicht alles ist. Weil nur weil ich es ausrechne, heißt es nicht, wie wir das eben erlebt haben, dass ich es als solches wahrnehme. Ausgerechnet habe ich eine Rotation mit Rauschen. Das Phänomen ist ein ganz anderes. Ich kann es zurückbeziehen auf einen Kreis, aber dann sind wir schon auf mehreren Ebenen unterwegs.
Ja? Das heißt, Raumbildung findet hier tatsächlich sehr unterschiedlich statt und wer es genau nachlesen möchte. Ganz wichtig ist natürlich jetzt der ganze reflexive Prozess darüber. Was ist jetzt das Skulpturale? Und da will ich mich gar nicht kaprizieren. Das ist etwas, das kommt in der Praxis immer wieder vor. Leute, die mit Lautsprechern arbeiten, ob jetzt installativ oder in diesen projizierenden Arrays, benutzen das Wort Skulptural. Es gibt eine Software, die heißt AudioSculpt. Verschiedene Komponisten reden darüber, Klangkünstler wie Fontana, aber auch unten steht es zum Bernhard Leitners, die Kopfskulpturen. Da geht es darum, dass Klang unterschiedliche Materialität hat und dass man da ganz selbstverständlich von skulpturalen Formen redet. Aber wie kann ich das begreifen und wie kann ich damit jenseits der Metapher sozusagen in einer Praxis wirken? Und das ist gar nicht so einfach. Ich deute das nur an, einige werden das kennen, das verwende ich sehr häufig, wenn ich mit Studenten arbeite. Das ist der aus Rosalind Krauss' Bahnbrechenden Aufsatz von 79, Sculpture in the Expanded Field, wo sie auch runtergebrochen jetzt gesagt hat, naja, wir waren an einem Punkt angelangt, wo Skulptur eigentlich sich so ausgebreitet hatte, dass wir nur noch sagen konnten, was Skulptur ist, darüber, was es nicht ist. Das ist ein schönes Konzept, aber es ist schwierig. Warum sollte ich jetzt als jemand, der mit Klang arbeitet, ja, also sich per se zurücknehmen muss, ich muss hören, ich kann nicht in den Raum reinstechen, ich muss mich immer zurücknehmen, ja, warum sollte ich jetzt einen Begriff nehmen, der da, wo er herkommt, per se schon quasi aufgelöst ist? Nicht ohne Bedeutung, aber aufgelöst. Und das finden wir ganz wunderbar in der Ausstellung unten, dass wir halt natürlich von der raumverdrängenden Masse immer weiter die Skulptur auflösen, ja, bis sie sozusagen in einem Raum womöglich als Raum aufgeht. Aber was ist trennscharf? Und da habe ich lange Zeit überlegt, ob ich einfach nur Unsinn rede oder ob es einfach nur metaphorisch ist. Ja, ja. Ich habe mal eine Studie gemacht über elektronische Musik und habe, glaube ich, maßgeblich 10 wichtigsten Werke, die da manche so unterrichten, genommen. Und es gibt keinen einzigen konsistenten Raumbegriff. Das ist nicht weiter schlimm, das ist interessant. Aber was ist denn mit der Skulptur? Ist das nicht noch viel, viel schlimmer? Aber es gibt etwas, und das ist sehr, sehr interessant, und das sind die sogenannten Körper-Raum-Beziehungen. Und dazu haben wir uns auch, bin ich sehr, sehr froh, dass man das hier zusammenfassen konnte, ein wenig ausgelassen. Und es geht jetzt nicht um Audiovision oder Visuaudition im Sinne von Michel Chion, dass ich jetzt Bilder zu einem Klang liefern will oder Klänge zu einer, also eine Bebilderung oder eine Verklanglichung. Es geht um Annäherungen, an Analogien. Es gibt klassischerweise die Kernplastik, die als Raum verdrängend. Da, wo das ist, das Objekt, ist nichts anderes. Ja? Und alles andere setzt sich oder hat sich in Verhältnis zu setzen. Ich mache ja mal ein vielleicht plattes Beispiel. Vielleicht gelingt es mir dann ein bisschen feiner zu werden. Es geht ums Einhören. Einfaches Beispiel, monolithisch. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, bis da könnte es funktionieren. Schwerpunkt verlagert sich ein bisschen da. Von hinten hört man kaum was.
außer die Lautsprecher, die fangen an zu vibrieren. Das heißt, es ist eine ganz starke Ansprache einer bestimmten Raumrichtung, da ist das und da ist nichts anderes. Und dann hört man so drin so wellenartige Bewegungen, die kommen ganz stark von der Architektur, das klingt in jedem Raum anders. Das wäre jetzt mal eine ganz einfache Entsprechung, aber es gibt natürlich auch Variationen, also das sich öffnende Massevolumen, ich mache jetzt nicht den ganzen Abend Rodin, aber es ist einfach wunderbar. Da könnte man jetzt was Massiveres nehmen, oder hinterher auch was Feineres, aber zum Beispiel sowas. Also etwas, was Raum verdrängt, aber gleichzeitig auch raumgreifend ist und in die Höhe sich womöglich zieht. Man könnte das aber auch, Zeit schreitet voran. Es gibt das Gegenstück, das ist die Raumplastik, das heißt, ich beschreibe sozusagen einen Raum dadurch, dass ich ihn umspiele in verschiedenen Varianten. Das heißt, ich habe eine bestimmte Blickführung, der Körper verhält sich zu einem bestimmten Objekt und eigentlich sage ich etwas über das, was da nicht ist. Und das könnte man jetzt vielleicht feiner versuchen, dafür nehmen wir mal so etwas. Und eine Variation, das ist einfach, wäre auch die Raumlineatur. Das heißt, ich ziehe eigentlich die ganze Aufmerksamkeit und so viel Energie auf etwas, was quasi erst durch Annäherung erscheint und beim Entfernen quasi verschwindet. Probieren wir mal sowas. Und als vereinendes Prinzip, ein Kern-Schale-Prinzip, das heißt, ich kann mit einer bestimmten Materialität etwas erzeugen, was ich als Objekt ablege und etwas drumherum bauen. Und das ist sozusagen in dem Moment, da ich zwei Pole habe, im leibnizischen Sinne dann auch raumbildend. Und da spielt jetzt, da nehme ich mal die Zeit einfach mit rein.
Okay, will gerade nicht. Dann muss man ihn lassen. Dann mache ich das mit was anderem. Einen Moment. Und zwar in der Kombination verschiedener Materialien, also ein Innen und Außen, etwas, was springt, aber sozusagen eine Hülle und etwas Inneres vermuten lässt. Und dann nehmen wir mal etwas aus dem Forschungsprozess direkt. Oder im Anschluss vielleicht so etwas. Es baut sich etwas auf über eine Zeit, das lege ich ab in der Wahrnehmung als ja, es ist da und dann kommt etwas, was kann sich als Schicht drumherum legen. Das ist in dem Fall jetzt erzeugt gewesen durch auch verschiedene Materialitäten, die nicht auswechselbar sind. Ich kann nicht jeden Klang, der mir einfach irgendwie vorschwebt, ja, vom Überkopf kommen lassen, sodass ihn jeder hört, das glauben wir. Das geht, wenn ich nur einen Lautsprecher habe und nur diesen Klang benutze, aber wenn ich kombiniere, sagt mir meine Wahrnehmung auf einmal, fängt die an, selber aktiv zu werden. Das ist total spannend, ja? Wir wissen langläufig noch nicht, also wir wissen mittlerweile viel, aber noch nicht so viel darüber. Das heißt, auch das Verständnis von sozusagen vom Apparat und der Materialität des Klangs wurde hier über Jahre immer weiter erforscht. Und das führt dazu, dass wir, das habe ich vorhin gesagt, das ist die Betrachtungszeit, nenne ich das jetzt einfach mal, in der Skulpturalität des Klangs, ist eine andere. Das heißt, ich habe ja etwas, das fängt irgendwo an und hört irgendwann auf. Und das heißt,
wenn ich jetzt etwas als Kernplastik manifestiere, wie ich eben das vielleicht vorführen konnte, mit diesen Crackles, die sich sehr als Kern manifestieren, kann ich dann aber dynamisch sagen, naja, okay, dann legt sich etwas drumherum, wird sozusagen, macht eine Schale drumherum, wird raumbildend und vielleicht nehme ich den Kern hinterher raus, einfach, vielleicht schalte ich ihn einfach aus, ja, und habe dann die Hülle und dann wäre ich bei etwas, was raumplastisch funktioniert. Das ist alles wahnsinnig theoretisch. Ich habe damit aber jetzt viele Jahre gearbeitet und unterrichtet und es ist sehr, sehr spannend, wenn Ingenieure anfangen, auf einmal genauso zu reden. Weil dann weiß man, okay, ihr denkt jetzt irgendwie im Verfahren XY, was, wofür auch immer stehen soll, aber ein Apparat entwickeln sollt, irgendwie mit diesen Entitäten. Jetzt muss ich gerade mal auf Yannick gucken. Habe ich noch 5 Minuten? Ja, weil wir haben ein bisschen später angefangen. Da ist jetzt noch ganz viel dahinter. Das Ganze ist nicht auf meinem Mist alleine gewachsen. Eben, wir haben extrem viele Hörversuche mit Probanden gemacht, wo halt Leute auf Touchscreens gesagt haben, der Klang, den höre ich von da, den Klang komme ich von da, den Klang höre ich von da. Und dann eben das gleiche Verfahren, aber von einer anderen Hörposition. Und man merkt, die Muster verändern sich total. Und das ist etwas total Spannendes, weil man davon ausgehen kann, dass wenn wir darüber Informationen haben, Klänge Konturen haben können. Also Kontur verändert sich dadurch, dass ich mich um ein Objekt bewege oder dass ich das Objekt bewegen kann. Wenn das mit Klang geht, sind wir auch wieder auf dem Weg zum Plastischen. Das ist sehr spannend. Wir haben eine ganze künstlerische Praxis, wo wir überall aufgeführt haben, um zu verstehen, wie Architektur und Skulpturalität von Klang zusammenwirken. Hier über 6 Sekunden Nachhaltszeit in Zagreb, französischem Pavillon. Hier im IEM, im Saal unten, wesentlich kürzer. Die Phänomene verdichten sich oder fließen auseinander. Wie kann man sowas besser verstehen? Wie kann man sowas nicht nur bekämpfen, ja, indem man dämmt oder so, sondern wie kann man das sozusagen gestalterisch einbeziehen? Dann haben wir noch weitere Begriffe eingeführt, auf die ich nur hinweisen möchte, weil sie sozusagen im Konzert hörbar sein sollten. Es gibt den sogenannten Aspekt oder die Ansichtigkeit, ich habe das gleiche Objekt, aber je nachdem, wie ich mich bewege oder wie ich das Objekt auf mich zubewege, wird es größer oder kleiner oder ich sehe verschiedene Aspekte. Ein Aspekt von Ansichtigkeit ist die Kontur. Dazu habe ich eben was gesagt, das scheint im Klang möglich zu sein. Und so haben wir gerade veröffentlicht, die letzte Publikation wird gerade gereviewt. Sieht ganz gut aus, dass wir nicht nur fantasiert haben. Und eben Gerichtetheit, und das ist mir total wichtig. Ich habe mich sehr, sehr viel mit Skulpturen, Theorie und Schriften über Skulptur beschäftigt, und zwar über nicht nur die letzten 100 Jahre. Und man merkt halt an verschiedenen Stellen, dass es ganz wichtig ist, also in der Komposition die Führung der Aufmerksamkeit über das Objekt oder an Objekt oder von dem Objekt in einen Raum. Und das ist hier aus einem Schulbuch, das fand ich ganz interessant, dass da angenommen wird, es gibt verschiedene Arten, den David anzugucken. Das ist natürlich eine Frage, wie man zu ihm steht, aber dass es so eine Blickführung gibt, eine mögliche, hoch hier in diesem Bogen und darunter. Was mich daran interessiert, ist so etwas. Weil das haben wir in Klangformationen ganz häufig. Ereignisse setzen ein. Ich kann mich nicht dagegen wehren, ich werde reingezogen, dann passiert etwas anderes, ich wechsle, halte das hier in der Spannung und dann kommt etwas, was sich vielleicht drüber legt, ja, was man sozusagen als plastische Raumkomposition bezeichnen könnte. Und das Relief wäre auch noch, das lassen wir alles weg, ist aber alles in dem Buch. Wichtig ist für mich gewesen und das sage ich, bevor das Konzert anfängt, weil da geht es dann um was ganz anderes, da geht es wirklich ums Hören, dass wir hier mit Apparaturen arbeiten, die unsere Wahrnehmung sehr stark beanspruchen und uns teilweise auf eine Art, wie wir sie nicht aussprechen können. Das heißt, wir nehmen es wahr, ja, und die Idee war, dass skulpturale Formen, diese Körper-Raum-Beziehungen und eben Begriffe wie Plastizität, Kontur etc. darauf zu beziehen, um so ein grobes, ganz einfach, basales Beschreibungsmuster zu haben, wie wir da rein können, um unsere Wahrnehmung zu informieren, wenn wir dann wieder mit dieser Medientechnik arbeiten.
weil die ist sehr anspruchsvoll. Die macht nicht per se, was wir uns so vorstellen. Das ist ein Traum, aber das sind eher die unspannenderen Felder, wie ich finde. Jetzt zum Dank. Vieles von dem basiert auf einem Paper, was ich 2015 hier im ZKM im Rahmen der InSonic-Konferenz vorgestellt habe. Und aufgrund der Diskussionen, die darum losgingen und der Dissertation und dieser Arbeitsgruppe, die nun 4 Jahre im PEG-Projekt gearbeitet hat, kam es dann zu dieser Publikation, für die ich mich jetzt ganz herzlich bedanken möchte. Erst einmal, ich mache es so in der Reihenfolge, wie es zustande gekommen ist, dadurch, dass Yannick mich angesprochen hat, ob ich mir das vorstellen kann, den Vortrag zu machen, ein Konzert mit eben nicht meinen Arbeiten, wie ich das die letzten Jahre hier vorgestellt habe, also künstlerischen Arbeiten, sondern sozusagen der klassischen Konzertpraxis der elektroakustischen Lautsprechermusik und ob wir vielleicht etwas dazu publizieren möchten. Da möchte ich Lisa Benzel ganz herzlich danken, die alles gemacht hat mit der Abstimmung, Text, Redaktion, Autor zurechtstutzen, Vermittlung mit den Grafikern, all das. Natürlich Ludger Brummer fürs Vorwort, natürlich Herrn Weibel, dass das überhaupt möglich ist. Natürlich Sophie Hesse, dass ich hier überhaupt angekommen bin und auch den Lautsprecher dabei habe und dass das letztendlich alles geklappt hat, auch pünktlich hier raus zu kommen. Liegt da vorne aus, kostet gar nicht viel und insofern schließe ich an der Stelle. Ich hatte eigentlich vor, noch etwas vorzuspielen, 5 Minuten aus einer Komposition, wo das angewendet wurde, wo ich fürs Helmholtz-Zentrum Berlin die letzten Jahre gearbeitet habe. Das lasse ich jetzt aber zugunsten der Klassiker. Wer aber Interesse hat, ich bin die nächsten Tage noch hier. Ich würde jedem gerne vorstellen. Es handelt sich um Daten und Interviews, die ich mit einer kleinen Forschungsgruppe um den Photonen-Storage-Ring Berlin über 2 Jahre geführt habe und daraus eben aus den Ergebnissen dieser Forschungsarbeiten, dieser Gruppe, die ein Licht erzeugt, das 100 Millionen Mal heller als die Sonne ist, versucht habe, eben genau diese Arbeitsprinzipien von Rotation, von Synthese, also Naturwissenschaft, bedient sich synthetischer Verfahren, um Natur besser zu verstehen. Wie geht das? Es ist eine Wahrnehmungsforschung. Ja? Und da gab es eine wunderbare sozusagen Interferenz, womit die auch sehr viel arbeiten. Und da haben all diese skulpturalen Aspekte eine große Rolle gespielt in der Zusammenarbeit und Arbeit vor Ort, wo halt eben diese Raumplastik als umgreifend, Kernplastik als raumverdrängend und die Kernschale-Situationen in verschiedenen Spielweisen, wie zum Beispiel Relief, was ja der Übergang ist von 2D zu 3D, also etwas, was sich vielleicht in der Breite und in der Tiefe ausdehnt, aber sozusagen nicht weiter sozusagen aus einer bestimmten Ebene rauskommt. Diese Aspekte spielen eine große Rolle und genau, das spiele ich jetzt nicht, aber möchte jetzt zur Pause überleiten und kurz sagen, was danach kommt. Ich werde fast nicht mehr reden, ich werde nur ganz kurz was zu den Stücken sagen. Sie haben ein Programm, hoffentlich alle, wenn nicht, hier ist noch eins. Und werde dann mit einer Pause sozusagen Klassiker aus der Lautsprechermusik spielen, aber interpretiert sozusagen durch das, was ich jetzt eben erzählt habe. Das sind alle Stücke, die sind eigentlich raumumgreifend für Lautsprecherringe komponiert. Ja. Und wir werden heute aber sozusagen zum ersten Mal, sehr wahrscheinlich werde ich jetzt danach irgendwelche Drohmails bekommen, weil es gibt ja sozusagen nichts Verbitterteres als irgendwie das Neue in der Musik. Und habe ich nicht gesagt. Das heißt, ich werde versuchen sozusagen zu gucken, was inhärent seit den 50er Jahren vielleicht auch gar nicht bewusst, aber in diesen Kompositionen skulptural eingeschrieben ist. Insofern vielen Dank ZKM, allen Beteiligten
hierfür. Vielen Dank für Ihr Kommen. Und falls Fragen sind, ich stehe gerne zur Verfügung. Und noch weiterhin schönen Abend und schönen Samstag. Und danke sehr.